So, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Spirit Stones. Ich versuche jetzt auf die Idee zu kommen, nach wie vielen Sekunden man Energie wieder zurückbekommt. Ich glaube, so alle 1 bis 2 Minuten eine Energie. Boah, das dauert dann über 6 Stunden, ehe meine 213 Energie mal wieder voll sind. Alter. Na gut, ich habe mir gerade mal ein bisschen bei den Freunden geschaut, weil da gerade irgendwie so ein kleiner Tipp kam. Füge Freunde hinzu und erhalte eine Rare Card. Und habe gesehen, dass ich die anscheinend nochmal einfordern kann. Tatsache, ich konnte die früher schon einfordern. Und ich kann es anscheinend nochmal. Und gerade nochmal Luna, weißt du, nochmal eine Super Rare Karte. Echt nice, also gerade nochmal bekommen. 17 von 30 Freunde aktuell. Ist es halt die maximale Anzahl hat sich nicht erhöht. Irgendwo gab es doch hier Anfragen, ne? Hier irgendwie Freundesanfragen, keinen einzigen. Und Questkampf und Energiewert hat sich plus 2 pro zusätzlichen Freund. Die sind schon ziemlich wichtig, die hinzuzuwenden, auch wenn man einfach sie nur benutzt, um höhere Energie zu haben. Ursache der Verschmutzung. Das ist ja auch in Ordnung, wenn ihr die einfach nur benutzt, um mehr Energie zu bekommen. Der Fähigkeitsstand aktiviert eine Nebelwand und blockt den Feind, der nach dem nächsten Zug angreifen würde. Und der Wasser. Ist das wirklich eine neue Karte? Ein neuer Gegner, Wassersensenmann. Ja, mit dem Nebelsack, das kenne ich noch. Genau, jetzt kann er halt nicht angreifen. Zack. Wenn er angreifen würde. Achso, doch nicht. Okay, ich glaube, früher war es so gewesen, dass der Gegner wirklich erst angreifen musste, aber kann auch sein, dass ich mich irre. Egal, die Wassersinsel, ich habe jetzt eigentlich hab hingeschaut, hohe ATK. Und nur hohe HP. Die haben meistens immer nur eins davon. Oh Gott, ich hätte fokussieren sollen, ich bin sowas von tot. Au. Das tat doch ein bisschen weh. Aber egal, wir haben ja zwei Healer, zwei Heals. Bam. Okay, gut, dass die zwei Tränke noch da waren. Na, den Wassermann erstmal wieder killen. Das Spiel an sich macht schon wirklich Spaß. Das ist schon echt nicht schlecht, was Game Builder wieder produziert hat. So, hier. Wieder fokussiert fehlt. Ach man, warum lerne ich das nicht zu fokussieren? Na gut, aber so leicht können sie mich nicht töten. Früher waren die irgendwie viel stärker gewesen. Oder wie gesagt, Einheiten sind einfach viel zu stark geworden. Keine Ahnung. Irgendwas davon wird schon gewesen sein. So, jetzt können wir die Boss-Gegner benutzen. Ja, das ist mal ein bisschen suboptimal, wie der die neuen Dinger spawnen. Aber wir können es so machen. So, dann sollte der Dings ausgelöst werden. Das Dynamit, das löst natürlich die Bombe aus und die löst vielleicht noch einen Bogen, vielleicht das Schwert. Schade. Aber die Nebelwand ist super. Haben wir zwar nicht gebraucht, aber die Nebelwand hätte halt den Gegner geblockt bei dem Angriff. Und ein Wächter plus plus plus. Das haben wir auch. Super Goblin. Na, wenn wir mal angreifen, ist glaube ich ein schwaches Monster gewesen. Na, 60.000. Ja, ist glaube ich schwach. Hat aber glaube ich mit den HP nichts zu tun, sondern mit der Stärke. Ob sie schwach oder stark sind. Ungünstig. Kann leider die Bombe nicht triggern. Ja, wobei, mit Hoffnung macht sie noch ein bisschen was anderes, die Bombe. Oh, jetzt habe ich die Bombe nicht getriggert. Scheiße! Was ist da denn los, ey? Da wäre mal fail. Jetzt bin ich komplett drumherum und habe die Bombe nicht getriggert. Fuck. Ja, das ist okay. Okay. Dann müssen wir ihn mal so angreifen hier. Oh Gott, ja. Ach Mann, oh Mann. Ich kann nicht wirklich viel machen, ne? Höchstens das hier triggern.
Achso. Warte mal ganz kurz, Sebastian. Ja, damit. Dann können wir jetzt durchaus vielleicht auch was machen. Leider nicht meinen Super Skill Stein nicht benutzt, den ich hinten benutzt hatte, den erschaffen hatte. Ärgerlich, ärgerlich. So, geh weg mit dem Helge, der. Einmal reicht. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Dingensen her. So, ziehen kann man jetzt theoretisch wieder 152 Sterne, 152 Herzen reinballern. Wollen wir ein bisschen machen. Ups. Genau, schön Autorisierung fehlschlagen. Ja, und wir hatten mir gerade wieder eine Push-Benachrichtigung hier bei BlueStacks geschickt. Gibt's ja auch. Und zwar hier unten das. Nächste, da. Und dann stockert das immer ein bisschen ab und zu. Immer etwas ungünstiger, aber so ist das halt. So, ein Äffchen. Was haben wir hier wieder Schönes? Oh Gott. Keine rumstöhnen, ey, so eine Kacke. Keine Skills hier, nix an Skills. Und die bringt's nicht weit. Ja. Scheiße. Das ist pure Kacke, ist das. Wo du halt die ganzen Holzdinger nicht wegkriegst, wenn da keine Dings sind, keine Special-Angriffe. Kann ich bitte mal einen Skill bekommen, der offensiv ist? Danke. Ich bin sowas von tot, würde ich meinen. Okay, so, wenn einer tot ist, geht's ja. Aber dafür gibt es ja diese Special Skill, diese Fähigkeiten von unseren Helden. So. Einen werde ich definitiv töten können. Die Frage ist, wie machen wir es? Machen wir es so? Dann wird der Bogen ausgelöst. Und der löst das aus, der löst das aus, der löst das aus und so weiter und so weiter. Ja, schön die 9000 Schaden auf irgendeinem toten Moppel schon verhauen. Das ist ja ärgerlich. Das ist echt bitter. Was haben wir trotzdem ein super Skillstein? Und sogar noch ein Hammer. Dann werden wir den Hammer direkt mal für ihn benutzen. Für das da. Das geht so leider nicht. Was muss man so machen? Schauen wir mal. Ja. Meine Doppelschwert leider nicht getriggert. Aber so. Wunderbar. Geschafft. Boss killed. Na, Level cleared, nicht Boss killed. Hellgate, geh weg. Ich will dich nicht. Ich muss immer wieder neu hinklicken zu der scheiß Quest. So, Nebelsäcke. Ach, schade. Wäre schön gewesen, hätte er sie angegriffen. Schade, schade. Dann müssen wir das halt so machen. Bam. Der wird also nicht angreifen, diese nächste Runde. Ach, sag bloß. Wir werden das leider nicht anders machen können. Außer wenn wir es so machen. Denn wir beide. Tschu! Sehr schön. Pff, ein bisschen mehr Schaden ist kein Ding. Oh, ein Hammer sogar bekommen. Ich glaub, genau, bei der 5er Kombination war es, glaube ich, ein Hammer. Ab da gab es einen schönen Hammer. Piu piu.
Okay, schon tot. Easy. Ja, früher gab es, glaube ich, öfters mal Kisten. Jetzt gibt es sie anscheinend immer wirklich nur noch garantiert am Ende des Levels. Hier hat sich vieles verändert. Aber ich mag es trotzdem. Das ist trotzdem gut immer noch. Ich kann mich da gerade nicht so wirklich beschweren darüber. Oh, das ist ein schöner Heiltrank. Also fokussieren. Den wir mal so wegnocken. So, da. Wenn ich den alles runter mache, lohnt sich, glaube ich, nicht. Ach, sowieso tot, cool. Schwache Monster. So, sehr schön. Das heißt, ich muss den Einfeld nach unten bringen. Hier. Hier. Ich glaube, es war knapp gewesen. Ich glaube, es war eher Zufall gewesen, dass ich ihn jetzt noch mitgenommen hatte, das Dynamit. Ich glaube, ich hätte mich gerade verzählt gehabt. Ups. Naja. Nee, war alles schon geplant. Alles geplant. So, wieder 175 und bestimmt wieder ein Hellgate, wa? War klar, ey. What the fuck. Pisst euch jetzt, ja. Ich mach diese Hellgates nicht. So, Stage 4. 5 Stufen. Wieder mal. Nee. Was ist das denn für ein Kack hier? Zu viele Holzkisten. So, wie kriege ich die Holzkiste jetzt kaputt? Indem ich... Na, so geht das nicht. Eigentlich? Nee, auch nicht. Ich darf das ja gar nicht kaputt machen. Dann mach's mal so. Zumindest einen habe ich kaputt bekommen. Und wunderbar, jetzt haben wir noch eine Holzkiste gehabt, eine Holzkiste, die uns nervt. Aber die wird auch gleich weg sein. Hoffe ich mal. Na, Bombe. Ah, okay. Aber eine Doppelbombe hier hinten, seht ihr schon. Schöne, gleich eine schöne Kombination. Bam. Na, hat nicht so viel gebracht. Sehr wenig an Tokens weggehauen. Wird er getötet? Ja. Königin Knight ist so stark. Knightley ist so stark. Holy shit. So. Kann ich triggern, aber gerade so. Und jetzt haben wir endlich den letzten Dings ready. Oh, wunderbar. Bam, 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 bam. Heilung, brauchen wir Heilung? Braucht irgendjemand Heilung hier? Ich finde nicht so. Ich hätte meine Fähigkeit benutzen sollen. Naja. Naja, dann heilen wir uns jetzt so. Und Stage 5 von 5. Ja. Kriegen wir so noch das Ding bestimmt in den Trank oder doch nicht? Glücklicherweise nicht. Piu. Einfach. Einfach durchgeschreddert hier.
Es wäre total cool, wenn man einstellen könnte, dass man keine hässlichen Scheißdinger hier mehr haben möchte. Geht leider nicht, schade. Naja, Leute, das war's. Wobei, warte ganz kurz. Nee, wir haben noch ein. Jetzt haben wir noch genug Energie für die Stage 5. Jetzt nehmen wir die auch noch mit. Okay, wir müssen wieder den Bossgegner besiegen. Er hat diesmal 1200 HP. Auf jeden Fall gibt man hier sehr viele Hämmer. Fünf Runden haben wir noch. Ist auch nicht mehr so viel Zeit. So, rot ist eigentlich völlig egal, was ich benutze. Dann machen wir rot hier. Machen wir gelb, damit der Bogen ein bisschen runterkommt. New. Ne, wo welche kann man den noch mitnehmen? Ja, kann fast ganz. Ah, da hätte ich noch grün mitnehmen können. Ja, locker, ey, ist so easy. Eigentlich total easy. Batsch! Halt nur noch so viele Runden. So, nehmen wir uns jetzt einfach noch. Ach komm, nehmen wir die Schwerter mit, würde ich sagen. Einfach alle Schwerter triggern. Völlig Latte. Mal wie viele Special-Dinger hier rauskommen. Holy fuck. Big Axler als Rare-Card bekommen. Sehr schön. Gut, da haben wir. Achso, hier, guck mal, hier fehlt sogar irgendwas. Theoretisch wurde mein Boss sogar noch eine extra Karte bekommen. Hier haben wir das Goldticket bekommen, hier haben wir gar nichts bekommen. Das heißt. Ach, die haben wir noch gar nicht angegriffen, oder? Ja, die haben wir noch gar nicht angegriffen. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge wieder von Spirit Stones. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, Leute.